Stars bei diesem Autorennen sind Studenten. Mein Name ist Timon Elliger, ich bin 28 Jahre alt und studiere Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau an der RWTH in Aachen. Ich bin Kerstin Heckmann, 27 Jahre alt und studiere Maschinenbau und Master an der RWTH Aachen. Timon und Kerstin gehören an der Uni zum Team Sonnenwagen. Ihre Leidenschaft? Rennwagen bauen, die allein mit Hilfe von Solarzellen fahren. Warum machen sie das? Weil sie da das, was sie im Studium lernen, endlich mal praktisch umsetzen können, ohne irgendwo langweilig in der Vorlesung zu sitzen, sondern mit Kommilitonen zusammen sich zu überlegen, was man für geilen Scheiß machen kann. Ja, das Größte persönlich wäre natürlich, wenn wir das nächste Rennen gewinnen. Aber was ist das Wichtigste, um zu gewinnen? Der Fahrer natürlich. Abgesehen vom Fahrer haben wir einen Elektromotor hier im Rad verbaut, haben eine Batterie, die hier in diesem Schacht ist. Und auf der anderen Seite dieses Deckels natürlich die Solarzellen. Mit dem in der Felge versteckten Elektromotor sind Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 144 km pro Stunde drin. Um die zu erreichen, muss der Wagen vor allem stromlinienförmig und ultraleicht sein. Das Cockpit ist natürlich sehr platzoptimiert. Eben damit wir so viel Platz haben, wie wir brauchen und zum Fahren und zum sicheren Fahren brauchen. Das geringe Gewicht des Fahrzeugs hat bei hohen Geschwindigkeiten auch seine Tücken. Zum Glück blieb der Fahrer hier unverletzt. Wir versuchen, wie bei jedem Teil in diesem Auto, maximale Effizienz herauszukitzeln. Und unser Computer hier drin kann effizienter beschleunigen, kann effizienter abbremsen als ich. Deswegen, ich als Fahrer lenke eigentlich nur. Wir haben ein Begleitfahrzeug, was direkt hinter unserem Sonnenwagen fährt. Da ist sozusagen die Denkzentrale, unsere Fahrstrategie. Und die geben per Funk dann die Geschwindigkeit vor. Beim Bau der Rennwagen setzen die Aachener Studenten ihr theoretisches Studienwissen um. Die Grundprinzipien sind dabei immer gleich. Egal mit welcher Antriebstechnologie man fährt, hat man getrennt, wo wird die Energie erzeugt, wie wird sie zum Verbraucher gebracht und wie wird sie verbraucht. Das finde ich spannend, dass wir das schaffen, quasi das in einem Fahrzeugkonzept zu vereinigen und dementsprechend theoretisch unendlich weit fahren zu können, wenn die Sonne scheint. Wie man die Sonne als Antrieb für Autos auch alltagstauglich nutzen kann, zeigen ehemalige Studenten vom Solarcar-Rennteam der Uni Eindhoven. Martijn Lammers und seine Kollegen haben ein E-Auto gebaut, das einen Teil seiner Energie aus Solarzellen gewinnt. Timon und Kerstin sind vom ersten Prototypen ziemlich beeindruckt. Know-how, das bei den Solarrennen gewonnen wurde, ist hiermit eingeflossen. Das Elektroauto soll noch in diesem Jahr in Serie gehen. Aber das ist gut 5 Quadratmeter Solarzellen sind in die Karosserie eingelassen. Und an solchen Stellen sieht man sie stecken unter einer dicken Kunststoffschicht. Martijn Lammers kann sich noch gut an seine Zeit an der Uni erinnern. Martijn, woran erkennst du, dass eure Ideen vom Solarcar-Rennteam jetzt hier in eurem Lightyear stecken? Das Wichtigste, was wir aus unserer Rennvergangenheit übernommen haben, ist das Mindset. Wir schauen nicht nur auf Aerodynamik oder nur auf die Anordnung der Solarzellen. Wir wollen das System als Ganzes optimieren und nicht nur auf zum Beispiel den Beschleunigungswert achten. An einem durchschnittlichen holländischen Tag, wie weit kommt ihr so allein mit der Energie aus den Solarzellen? An einem guten Tag kommst du damit zwischen 60 und 80 Kilometer weit, zusätzlich zu dem, was die Batterie leistet. Und das funktioniert immer, ob du fährst oder nicht. Die Solarzellen laden ständig. Hallo. Hi. Die Solarzellen verbessern beim Lightyear One die Reichweite des Elektromotors. Mit einer Batterieladung soll das Auto nonstop über 700 Kilometer weit fahren. Quite similar to the Sonnenwagen. Yeah. It sounds like weite Strecken ausschließlich mit Sonnenenergie zu fahren, ist jedoch noch Zukunftsmusik. Man darf nicht erwarten, dass es eine Technologie gibt wie den Diesel, der plötzlich in 50 Jahren alles sein wird, sondern es gibt eben ganz viele Lösungen und das ist sicher eine gute. Und je nachdem, wie sich die Effizienz und die Preise von Solarzellen entwickeln, ist es auch eine, die für den Massenmarkt auf Dauer tauglich ist. Definitiv. Ui, das war spannend.
Findet ihr auch? Dann lasst uns in den Kommentaren an euren Gedanken und Gefühlen teilhaben. Hier gibt es noch zwei weitere Videos von uns. Und vergesst nicht, auf Abonnieren zu klicken und die Glocke.